Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten Powerstationen mit Solarpanel. Diese Powerstationen können ganz normal an einer Steckdose aufgeladen werden, aber für noch mehr Eigenständigkeit auch abseits von Steckdosen mit Solarpanelen, also mit Sonnenenergie betrieben werden. Wir stellen euch nun drei Modelle vor, bei denen das Solarpanel gleich mit dabei ist. Alle drei Powerstationen plus Solarpaneele haben wir auch in der Videobeschreibung verlinkt. Unter dem vierten Link in der Videobeschreibung findet ihr aber auch weitere Powerstationen, die ihr auch ohne Solarpanel einzeln erwerben könnt. Bei der ersten tragbaren Powerstation mit Solaranlage handelt es sich um das 288 Watt Modell von AllPowers. Dieser mobile Stromgenerator ist der günstigste in dieser Preisklasse und dementsprechend auch der mit der wenigsten Akkukapazität. 288 Wattstunden bzw. 78.000 mAh sind aber trotzdem keine kleine Kapazität. Sämtliche Geräte kann man hier mehrfach mit dieser Leistung aufladen. Mitgeliefert im Pack wird zusätzlich ein 100 Watt Solarpanel, welches mit verstellbarem Ständer kommt und zudem auch außerordentlich wasserdicht und hochwertig verarbeitet ist. Mit dieser wird eine endlose Leistung für die Versorgung von Laptops, Handys und so weiter garantiert, aber auch die Powerstation an sich kommt mit außerordentlich guten Features. Dazu kommen erstmal die unzähligen Möglichkeiten, diese aufzuladen. Neben dem Solarpanel kann man das Modell entweder noch über eine normale Steckdose, einen USB-C-Anschluss sowie auch in AC-Steckdosen oder mit dem Autozigarettenanzünder aufladen. Neben diesen vielen Eingängen hat es aber auch sehr viele Ausgaben. 230 Watt Steckdosen, 3 USB-A-Ausgänge, ein USB-C-Port, DC-Ausgang und außerdem verfügt es über drahtloses Laden, mit dem man sein Smartphone per kabelloser Schnellladefunktion wieder auf 100% bringen kann. Auch dabei hier ist eine App-Steuerung, so kann man das Gerät drahtlos per Bluetooth steuern. Ansonsten findet man die Bedienelemente und eine LCD-Anzeige an der Seite der Powerstation. Es handelt sich bei der AllPowers-Station um eine kompakte und trotzdem leistungsstarke, tragbare Powerstation, die mit einem super Zubehör kommt, inklusive ja hier auch noch dem Solarpanel, sowie einem insgesamt sehr, sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer nicht viel ausgeben möchte und auch nicht allzu hohe Ansprüche hat, für den ist die AllPowers-Station die beste Wahl. Mehr Infos zu diesem Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber zu den nächsten beiden Modellen, welche sich vor allem durch ihre noch stärkere Leistung auszeichnen. Statt 288 Wattstunden hat der Jackery 500 nun ganze 518 Wattstunden und sorgt damit für noch mehr Freiheit und Auflademöglichkeiten in Sachen Akkukapazität. Es handelt sich bei der Explorer 500 um die beliebteste Station in diesem Vergleich. Der Bestseller besitzt ebenfalls sowohl unzählige Ausgänge als auch unzählige Eingänge. Mit dabei sind hier sowohl ganz normale 230 Volt Steckdosen als auch drei USB-A-Anschlüsse, zwei DC-Ausgänge, ein DC-Input und auch ein Anschluss für den Autozigarettenanzünder. Das 100 Watt Solarpanel, welches hier in diesem Set gleich mitgeliefert wird, ist sehr leicht zu transportieren, da dieses klapper ist und versorgt die Powerstation mit endlos Energie. Dementsprechend ist diese Station wunderbar als Backup-Generator bzw. Notstromgenerator für zu Hause geeignet. Elektronische Geräte können hier auch bei längeren Stromausfällen dadurch weiter funktionieren. Weitere Zusatzfunktionen dieser Station sind ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem, welches auf einen effektiven Akkuverbrauch und auf ein Vermeiden von Akkuschäden achtet. Auch dabei eine eingebaute Lampe, welche als automatisches SOS-Signal genutzt werden kann. Und zudem sind hier alle wichtigen Einstellungen an dem Gerät selbst und über das kleine LCD-Display vornehmbar, auf dem man auch alle wichtigen Parameter wie vor allem natürlich den aktuellen Akkustand der Maschine einsehen kann. Die Explorer 500, ein wirklich starkes Modell, vor allem in Hinsicht auf sein insgesamtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr zu dem Set mit Solarpanel erfahrt ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, auch mal unter dem vierten Link nachschauen. Dort findet ihr die Jackery 500 auch einzeln ohne Solarpanel. Kommen wir nun aber zum dritten und letzten Modell aus dem Vergleich, dem Solargenerator von EcoFlow. Dies ist das teuerste, aber auch leistungsstärkste Modell in diesem Vergleich, beziehungsweise das mit der höchsten Kapazität. Mit 1260 Wattstunden ist diese mehr als doppelt so stark wie beim eben vorgestellten Jackery 500. Eine hohe Kapazität braucht auch viele Solarpanels, das dachte sich der Hersteller und sendet hier sogar gleich zwei 110 Watt Solarpanels im Lieferumfang mit. Und auch bei den Anschlüssen liegt dieses Modell weit vorne. Die EcoFlow Delta verfügt über vier normale AC-Steckdosen, welche bis zu 1800 Watt Leistung übertragen können, beziehungsweise sogar bis zu 3300 Watt in der Spitze. Auch dabei zwei moderne USB-C-Anschlüsse, zwei USB-A-Anschlüsse und zwei USB-A-Schnellladeanschlüsse. Dabei auch ein Standard DC-KFZ-Anschluss für den Zigarettenanzünder. Das alles ist auch gekoppelt mit der
EcoFlow Extreme Technologie. Eine Schnellladefunktion von EcoFlow, mit denen der Generator in nur einer Stunde auf 80% aufgeladen werden kann. In anderthalb Stunden ist er dann auf 100% und dadurch super, super schnell einsatzbereit. Insgesamt hat das Modell drei Lademodi. Erst einmal über eine normale Steckdose, dann über einen Kfz-Zigarettenanzünder oder eben über die Solarpaneele, die hier auch mitgeliefert sind. Das Solarmodul ist wasserdicht und robust. Es hält allen Wetterbedingungen stand. Man kann das Modell sogar bis zu 30 Minuten lang ohne schädliche Auswirkungen in Wasser eintauchen. Es handelt sich bei diesem Modell um einen absoluten Premium-Generator, sowohl was das Modell an sich angeht, als auch die hochwertigen und sehr platzsparend einklappbaren Solarpaneele. Informiert euch gerne selbst nochmal zu diesem Solargenerator über den dritten Link in der Videobeschreibung. Sollte das doch euren Ansprüchen bzw. auch eurem Geldbeutel übersteigen, haben wir wie gesagt zwei weitere günstigere Modelle vorgestellt. Über den vierten Link in der Videobeschreibung findet ihr aber auch noch unzählige weitere Powerstationen, die ihr separat auch ohne Solarpanel oder eben mit einzeln dazugekauftem Solarpanel erwerben könnt.